Dann machen wir weiter mit der Story. Let's go. Oh ja, das sieht alles schon echt richtig, richtig geil aus. Okay. Wir müssen wahrscheinlich nach da hinten. Ach nee, das ist hier wieder Arsch. Hier irgendwo lag auch noch mal so ein PDA, was ich einsammeln konnte für die Story. Das weiß ich auch. Muss mal einmal ganz kurz hier noch mal gucken gehen. Schläft er? Okay, cool. Einfach eingeschlafen. Die RDA ist immer noch hier. Aber Jo. immerhin ist der Bohrturm abgeschaltet. Da, einsammeln. Okay. Sehr gut. Hier kriegen wir Munition, aber mein Inventar ist eh voll. Wir hätten fast alles verloren. Jo. Zum Glück wird Pandora heilen. Oh, ich sollte die Pause nutzen, um neue Technologien zu erforschen. Aber wo sind denn alle? Oder bin ich jetzt irgendwie lost? Wo sind die denn? Da ist noch ein PDA. Auch gut. Was ich sehr geil finde, ist, dass sie die Sachen vorlesen. Gehen wir hier nochmal lang und erkunden nochmal alles. Kann ich das einsammeln? Nein. Gibt es hier irgendetwas zum Einsammeln? Auch nicht. Ja, gut. Ich sollte doch zur Kommandozentrale, nicht wahr? Die ist doch aber weiter unten, oder nicht? Bin jetzt eh im Es gibt so viel zu Forschungsbereich. lernen von den Clans. Ich hoffe, Sie sind nicht so genervt von den ganzen Fragen. Oh. Stimmt, es gibt ja auch verschiedene Clans hier draußen. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, das zu erkunden. Hauptquartier des Widerstands. Ich muss zur Kommandozentrale. Das ist hier. Let's go. John Mercer, Gründer des TAP-Programms. Kein Unbekannter für die Salentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen, zusammen mit einer Freundin vom TAP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des TAP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma, in der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Solek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch, Hajir über Funk zu erreichen.
Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf, wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. Ja, welcome. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Auf Pandora und instant wieder im Krieg. Och du Scheiße. Oh, Kacke. Laufen. Irgendwo müsste er liegen, ja. Sorry. Ich brauch dein Fleisch. Sauberer Kill war es nicht. Die haben ja immer so Schwachstellen, die Tiere. Aber ja. Hey, Priya. Ich bin an der Bohrstelle. Der Boden ist... Die Pläne? Es muss auch Vorteile haben, ein Ex-RDA zu sein, hm? Nee, mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aus, als ob wir hier zwei Maschinen hätten. Die Kühleinheit auf dem Bohrturm und ein Generator. Was ist mit der RDA? Naja, man kann sie runterfahren, ohne dass sie es merken. Es sei denn, sie erwischen dich dabei. Okay. Taktisch, Leute. Taktisch. Ist ganz nah. Ich muss wahrscheinlich zu diesen Plattformen hin, oder? Wissen die jetzt Bescheid? Nee, hat niemand gesehen. Ich glaube, die haben mich gesehen. Nahrung essen? What? Wo muss ich denn überhaupt hin, ist halt so die Frage, ne? Sammel erstmal ein paar Sachen ein. Dreh dich um. Jetzt geht's los. Hallöle. Da ist einer.
Ganz easy, Leute. Ganz easy. Da kann ich auch reinschießen, ne? Wo muss ich denn hin? Innerhalb der Quest. Wo muss ich hin? Falls mir was entgeht, Leute, ich werde im Nachhinein definitiv nochmal alles erkunden. Keine Sorge, ich bin da sehr vorsichtig. Okay, lass mir da nichts entgehen. Keine Sorge. Was ist das denn? Ah. Was für ein Übertrag, Mutter. Ja, ich muss ja bald sehr gut. Hängt der fest? Jetzt haben die mich entdeckt. Jetzt kommen die. Jetzt gibt's ein bisschen Stress. Ah, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, Leute. Easy. Alles easy. Ah. Ah. Okay. Alles easy. Ja, das geht für dich, danke. Ich kann es nicht sehen alleine. Oh mein fucking Gott. Jetzt werde ich sauer. Shit! Scheiße, 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 ich werde sterben. Ah. Was war das? Wo bin ich reingelaufen? Verstärkung? Oh mein fucking Gott, no. Verstärkung alleine, Digga. Holy shit. Scheiße. Für sowas bin ich ja geboren, ne? Was? Wo? Vor mir sind noch zwei. Danke gleichfalls. Hier irgendwo müsste es doch sein, oder nicht? Was muss ich jetzt machen? Ich muss das Ding stoppen, oder nicht? Shit, ich muss da hoch. Da. Erledigt oder noch nicht? Zerstöre den Generator. Ist das hier der Generator? Ist das der Generator gewesen, Leute? Das war safe nicht der Generator. Jetzt leuchtet auf jeden Fall gar nichts mehr. Habe ich ihn jetzt zerstört? Wo ist denn der Generator? Ist das hier der Generator? Das sieht nach einem Generator aus. Dieser Generator ist doch normalerweise immer
Generator und Kühleinheit sind offline. Der alles klar. Der Lüfter sollte sich öffnen. Dann kannst du reinfeuern. Bekämpf Feuer mit Feuer. Tut mir leid. Sehr gut. Oh mein Gott. Holy shit. Oh, ist das schön. Die Natur. Sie kommt zurück. Habt ihr Explosion gehört? Die Luft wird schon wieder besser. Sehr schön. Sehr gut. Was ist denn das? Ja, okay. Hey, hallo. Hörst du mich? Bin ja. Hab das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Eine große Blume. Die anderen sind ganz aufgeregt. Aber ich weiß nicht. Kannst du dir das anschauen? Jo. Bist du dort? Siehst du die Schmetterlinge? Nein. Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen. Heilende Wirkung. Oh, hallo, Schmetterlinge. Da hinten geht's weiter. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh, wow. Na, sowas ist doch schön. Folge den Schmetterlingen. Geil. Bin ich immer noch richtig? Cool. Oder habe ich jetzt irgendwie, bin ich jetzt verkehrt gelaufen? Ich bin natürlich jetzt hochgelaufen, ne? Weil ich erkunden möchte. Mein Gott. Ist das geil. Einfach krass. Hier sind Schmetterlinge. Da oben. Ich musste hier tatsächlich hoch. Was ist das? Es ist so wunderschön. Mach schnell! Die Blume, die sich nur für Sarentu öffnet. Um Awa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Awa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur... Vielleicht ist das ja giftig. Oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Awa tut uns nichts. Mercer hat vor Awa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja, gleichzeitig. Die erste Verbindung. Oh mein Gott. Aber was ist das? Mein eigenes Zeichen? Kennst du mich, mein Kind? Ich bin Entu, fürwahr, erster unseres Clans. Die Sarentu durchstreifen Pandora und halten die Clans mit Geschichten zusammen. Du bist neu, richtig? In dieser Welt? Komm zu den Tarsiu, Kind, wenn du die Weisheit der Ahnen brauchst und du wirst Erfolg haben. Doch zuerst lerne zu überleben.
Das erste Mal Pandora zu sehen, ist wie das erste Mal das Meer zu sehen. Es scheint unendlich groß zu sein. Steht nie still, ist immer in Bewegung. Du kannst dich von den Wellen tragen lassen, oder du ertrinkst darin. Um auf Pandora zu überleben, musst du lernen, dich zu bewegen wie die Wellen, zu steigen und zu fallen, mit genau der gleichen Energie. Nimm diese Gabe des Fließens, Kind, und lebe. Oh mein Gott, wie cool. Ja. Drücke nochmal Leertaste, während du dich in der Luft befindest, um einen Satz in der Luft zu machen, also Doppelsprung. Abstoßen. Okay, wir können es auch abstoßen. Okay. Oh wow, wir bekommen langsam unsere Fähigkeiten. Kind, deine Stärke und Agilität als Sarentu lassen dich höher springen. Nutze dies auf der Jagd und im Kampf zu deinem Vorteil. Das ist sehr, sehr cool. Unser Vorfahr, ein echter Sarentu. Glaubst du, er wusste, dass wir anders sind? Wir sind nicht anders. Wir wuchsen nicht im Clan auf. Mit unseren Liedern oder Geschichten. Nur mit denen der Himmelsmenschen. Mit Tod, Zerstörung, Hass. Aber wir gehören zu Ewa, ja? Mercer sagt, Ewa bringt Schmerz. Vernebelt Herz und Verstand. Mit Tricks und Lügen. Er will uns Angst machen, zum Schweigen bringen und kontrollieren. Dies ist der Weg der Sarentu, unsere Verbindung zur großen Mutter. Das sieht alles so cool aus, ich bin so... Ich weiß nicht, ob die Nacht den Navi gefällt, denn ich finde sie verdammt spektakulär. Jo, ich finde es so wunderschön. Also wenn ich nicht rede, ich bin dauerhaft sprachlos. So, jetzt werden wir erstmal ein bisschen kochen. ich nehme ein Ei und ich nehme eine Frucht. Und daraus kochen wir jetzt nochmal was. Und gucken, was wir bekommen. Ah, okay. Das essen wir auch gleich mal. Fleisch und Ei. Das kochen wir jetzt mal. Es ist halt wirklich ausprobieren, ne? Das finde ich sehr gut. Oh ja, das kann ich schon mal als Favorit hinzufügen. Pilz und Früchte. Was ergibt das? Das ist auch direkt das so, also dass man das auch sieht, was sie darauf legt. Das ist sehr gut. Okay, und ein Ei und ein Pilz. Was wird daraus? Beschädigt? Schimmlige Eier. Magenverstimmung für 20 Sekunden. Statt im Ofen zusammenzukommen, haben Pilz und Ei nicht miteinander harmoniert. Das entstandene Gericht schmeckt bestenfalls schimmlig. Dann esse ich's mal jetzt. Dann ist das so. Oh, was? Okay, wir müssen aber sagen, wir haben auf jeden Fall
Gerichte. Gut. Ja, dann. Sitzen die hier? Nö. Ach, die stehen da oben und labern. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Ah, was macht er denn da? Okay. Was? Hat er mich nicht gerade zu sich gerufen? What? Okay, weiter geht's mit der Story. Hab gehört, du hast den Bohrturm zerstört. Guerilla-Taktiken, wie Jake Sully. So macht man das. Genau. Sieh's dir an. Man sieht, wo... Wir überwachen die Luftqualität im westlichen Grenzgebiet, hier und in Feldlaboren. Sie ist so viel besser, seit du diese Bohrstelle außer Gefecht gesetzt hast. Wir haben die Auswirkungen untersucht, sie bekämpft, die RDA zurückgedrängt, wo wir können. Ja, sie werden diesen Ort sonst töten. Genau wie zu Hause. Die Erde? Alma erzählte davon. Hat sie euch alles erzählt? Sie ist, naja, verloren. Weil wir nicht für sie gekämpft haben, als wir die Chance hatten. Also kämpfen wir nun für eure. Wir werden hier etwas bewirken. Gemeinsam. Okay. Oh, Solek sucht auch nach dir. Hab ihm versprochen, ich denk dran. Sag ihm das. Okay, gut. Erkundungen. Die Luft reinigen. Dann machen wir doch die mal. Verfolgen. Zerstöre die Einrichtung und Außenposten, um die Umweltverschmutzung einzudämmen. Der Luftqualitätsfortschritt kann im Hauptquartier des Widerstands und in Feldlaboren. Okay, alles klar. Das ist halt der 1%. Okay, alles klar. Ich möchte mehr eins mit Pandora sein. Okay. Die RDA-Aktivitäten hier zerstören die örtliche Flora. Wir müssen etwas tun. Ich muss erstmal gerade gucken, wo ich mehr Munition herbekomme. Klein Moment. Hier hinten Warum war doch antwortet was. Antwortet Hachi nicht. Ich hoffe, er hat sein Funkgerät nur irgendwo liegen lassen. Hey, ich habe neues Zeug vorbereitet. Sehr gut. Okay. Da Audioprotokolle, das ist neu. Jake greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung, nach welchem Prinzip. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir ansehen. Die Lieferposten greifen wir in kleinen Teams an. Rein und wieder raus, bevor die RDA sich die Lieferungen holen kann. Ich versuche wirklich... meine Fehler wieder gut zu machen. Ob es langt, wird die Zeit zeigen. Okay. Gut. Okay, das haben wir also quasi auch neu. Wir können uns Fähigkeiten geben. Ahnenfähigkeiten. Eine von 12. Wir haben 2? Oder ist das... oder... was ist denn das hier? Überlebende. Pandora ist ein wunderschöner, aber gefährlicher Mond. Alle Navi müssen Meister der Überlebenskunst sein. Diese Erinnerung der Sarentu helfen dir dabei, Energie zu sparen, mehr nützliche Objekte zu tragen und deine Überlebenschance gegenüber gefährlichen Pflanzen, Bestien und anderen Wildtieren zu erhöhen. Ja, definitiv mache ich das. Behutsamer Schritt. Dein durch Pflanzen erlittener Schaden ist um 50% reduziert. Du erhältst 50% deiner allgemeinen Energie. Ja. Das finde ich gut. Aha, okay.
Unbekannter. Okay, alles klar. Sehr gut. Das hört sich doch schon mal gut an. Ja. Hi. Gut, dann gehen wir mal wieder ein bisschen rumballern, oder? Das ist ja nicht. Die Rüstung steht hier gut. Danke. Du hast dich gut geschlagen. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen gelehrt? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. Oh Gott. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als Letzter seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet, aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mercer seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Du bist nicht das, wozu sie dich gemacht haben. Du bist Na'vi. Hab Geduld. Fangen wir damit an. Ich habe es für dich gemacht. Mein eigenes Lied? Wie das meiner Mutter? Alle Na'vi tragen eine. Sie zeigt die Reise deines Lebens und erinnert dich daran. Ihre hatte mehr Perlen. Jede Perle bedeutet einen wichtigen Augenblick für den Träger. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Rignella will wirklich wissen, was es heißt, Zarentu zu sein. Aber bei der Tarsiu schien Nor verwirrt. Aufgebracht. Eywa zeigt uns, wer wir sind. Und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Der Hinterausgang ist etwas versteckt. Er könnte dort sein. Nor, wo bist du? Ah, lol. Was ist denn das? Aber was noch? Nein, nicht jetzt. Was? Aber was noch? Nor muss hier lang gekommen sein. Okay. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Ja. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Folge dem Geruch? Wie folge dem Geruch? Aha. Warte mal. Folge deiner Nase. Oh mein Gott. Ich liebe diese Welt so sehr. Wenn der Nacht auch noch Gott sei Dank genauso viel sehen kann wie am Tag, das ist richtig geil. Da ist ein Ikran gewesen. Habt ihr das gesehen? Hey, Sotlek, bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden. Über deinen Clan. Sotlek? Alma und ich überprüfen eines der anderen Lager. Kein Mucks dort. Okay. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Sotlek? Na toll. Nur hinten. Da ist noch ein. Da ist der Kran. Oh, hab ich ihn gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie cool. Oh, Moment. Zum, zum, zum. Oh, wow. Das ist so cool. Und immer sind hier irgendwo Sachen so versteckt, ne? Sieht richtig gut aus. Was sind das für Pflanzen?
Oh mein Gott, wie cool. Haha, wie geil. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. I like. Okay, wir müssen. Oh mein Gott, das Bild. Oh wow. Ich muss ganz kurz was machen. Oh mein Gott. Ist das ein geiles Bild? Oh wow. Ich kann nicht mehr. Noch nie war ein Game so wunderschön wie dieses. Welcome to Pandora. Ah, okay. Was würden unsere Vorfahren von uns denken? Würden sie betrauern, was aus uns geworden ist? Wir sind immer noch Sarentu. Daylan spricht kaum unsere Sprache. Ihm war die menschliche Sprache schon immer lieber. Alma sagt, wir brauchen Zeit, uns anzupassen. Alma ist keine Na'vi.